Ja! Weißt du, ich zeig auch Verständnis für ihn, Alter. Er dankt es mir so, Alter, als ob ich jetzt nicht einen Finger, den Reifen zerschieße. Den Finger zerschieße? Digga, den hast du mir schon zerschossen. Den Finger hast du dir selber zerschossen, da kann ich nicht für. Ich hoffe, du verkackst, ja. Wuff, meine Freunde, und seid herzlich willkommen heute eine richtig geile Folge GTA. Ich hab's euch versprochen, wir zocken ein. Richtig schön harten XA21 Skill-Test. 20 bis 30 Minuten Challenge. Bin mal gespannt. Mal wieder hier mit dem Controller unterwegs. Hand ist immer noch kaputt. Dankeschön erstmal für eure Genesungswünsche. Und jetzt geht's ab. Hallöchen, Deko. Hasta la bonne reis, muchachos. Nüsse, Kraulen. Ich warte hier Ewigkeiten darauf, dass ich anmoderiert werde. Danke dir, Marvin. By the way, hat Marvin einfach so Danke gesagt. Er weiß gar nicht, ob Genesungswünsche da waren. Also schon ein bisschen eingebildet von dir, aber okay, so kennt man ihn. Digga, im Gegensatz zu dir kriege ich Genesungswünsche. Dir wünschen alle nur Pest und Cholera. Digga, die Leute wünschen mir auf jeden Fall goldene Hoden. Ja, so die sehr wünschen sie dir auch, weil du gar keine mehr hast. Ja und? Du hast auch keinen Finger mehr. Oh. Hauptsache, er geht hier direkt als, ne, auf denselben Kram los, ey. Richtig schlechter Mensch. Der ist ja richtig einfach hier. Marvin hat die Map gestartet und meinte, ich muss das beenden, weil er kann's nicht. Ja. Wahrscheinlich. Ich auf jeden Fall wahrscheinlich. Ich sage wahrscheinlich. Ich hoffe, es wird keine Koralle drin verbaut sein, sonst bin ich, wie sagen wir, Muri am Arsch. Oh, aber bis jetzt war das hier relativ einfach. Ersten Punkt habe ich, das war kein Problem. Zumindest wenn du da hoch genug springst, aber ja. Wie kann man nur so ein dunkler und grausamer? Ja, du hast es doch gewollt. Mensch, kann man nicht mal sagen. Wie kann so ein Monster sein? Möwe! Möwe. Guck mal, du gehst gerade auf Behinderte, ja? Das macht man nicht. Ich hab gerade einen Behindertenschutz. Hä? Ich behandle behinderte Menschen halt genauso wie alle anderen auch. Digga, fertig. Digga! Ich will bevorzugt behandelt werden. Da gibt's kein Erbarmen, Alter. Ob du jetzt deinen Finger bewegen kannst oder nicht, es gibt kein Erbarmen. Digga. Vorwärts? Ich hab Angst vor Speeds hier, aber wollte vorher durch sein. Schade. Es wäre zu schön gewesen. Ich habe bei Social Club gesehen, dass manche Leute hier 50 Minuten gebraucht haben. Ich weiß natürlich nicht, was die für einen Skillstand haben. Ja. Oh, also bis jetzt würde ich sagen, ist das 5 Minuten würdig. 5 Minuten, ja. Ich weiß leider nicht, wie man sehen kann, wie viele Punkte noch kommen. Deko, kannst du mal kurz nachschauen? Es kommen noch 48. Ah, okay. Nein, also Spaß. Kommt da noch 20 einiges. Noch. Okay. Digga, wo war das jetzt lustig, Alter? Ja, Digga, weil du nicht nachsehen kannst selber, das ist das Lustige daran. Ha? Ha? Fullspeed durch, Junge! Knallgas! Oh, bin ich zu weit? Deko, du hast doch eigentlich deine gesamte Uni-Zeit in der Witze-App verbracht. Oder mit der Witze-App. Ja! Willst du nicht mal ein paar vorlesen? Ich hab's sogar den Franklin mit Cake gemacht. Was? Wie geht das jetzt? Muss man... Ach, oben drauf fahren! Hä? Ah, okay. Hey, du musst unten drunter, Marvin. Ich bin gerade unten drunter gefahren. Hier, du hast doch deine ganze Uni-Zeit mit der Witze-App verbracht. Willst du nicht mal ein, zwei Witze raushauen? Einer der erfolgreichsten Poster war der Moment, wenn man seinen Tortilla im Dip abbricht und Rettungstortillas losschickt, um den Verschollenen zu retten. Digga, ist das jetzt dein Ernst? Das ist der einzige, an den ich mich erinnere. Digga, 4 Jahre Witze-App, oh, okay, und das halt, ist stopp. Hängen geblieben? Ja. Ey, aus der Uni ist auch nichts hängen geblieben. Das gleicht sich aus. Einmal kurz drehen. Die Leute haben, by the way, gesagt, dass sie gerne hätten, dass dieser Franklin-Trick auch eine Unterhose wert ist. Bin ich aber gar nicht dafür, muss ich sagen, weil das ist einfach ein Trick, den man mitnimmt. Genau, das ist einfach Skill. Digga. Ey, du weißt, dass da ein Speed ist und fährst du mal vorwärts? Ja, oder wolltest du mich wegrammen, drehen. Du Arschloch? Wie kann man denn auf der Stelle drehen? Wie geht das? Hey, gar nicht am Controller. Ja, natürlich geht das irgendwie. Ja, vorwärts und rückwärts ist das doch. Du musst doch W und S gleichzeitig. Also vorwärts und rückwärts. Das ist hinten die beiden unteren Tasten. Darfst du nicht. Stimmt, wäre eigentlich ganz einfach gewesen. Ja, wenn man einmal nachdenkt. Digga, ich hab die ganze Zeit Schmerzen. Gut, ich ja.
Digga, ich nehme hier mit Schmerzen auf, ey. Mit seinem umgeknickten Finger. Kommt der, kommt der so, mein Finger ist umgeknickt, ich hab wieder Schmerzen. Unglaublich, dieser Typ, ey. Die nächste Folge nimmst du alleine auf. Dann bin ich wenigstens weniger rumgeheult hier, ey. Ja. Mal sehen, ob du dann genauso viel Spaß hast. Bist ja vorbei. Dann kann ich dich mehr beleidigen mit deinem Krüppelfinger. Nein, ich glaube schon, dass der... Ja! Echt ganz schön wehtut. Das war schon auch ein... Nein! Du hast du verkackt, Leute. Ich glaube, es ist äußerst schwierig, sich den Finger beschissener umzuknicken, als Marvin das gemacht hat. Da bin ich mir fast sicher. Ja! Weißt du, ich zeig auch Verständnis für ihn, Alter. Er dankt es mir so, Alter, als ob ich jetzt nicht einen Finger, den Reifen zerschieße. Den Finger zerschieße, Digga, den hast du mir schon zerschossen. Den Finger hast du dir selber zerschossen, da kann ich nichts für. Ich hoffe, du verkackst, ja. Digga, wie schlecht du bist, ey. Digga, ich spiele mit Controller, ja, ich bin jetzt doppelt gehandicapt. Hey, du musst geradeaus fahren und Gas geben, WTF, Alter. Das ist nicht so einfach. Das können wir sogar mit Controller. Mit Controller sogar besser eigentlich. Wo hast du denn eigentlich gerade noch verkackt? Ey, das verrate ich dir nicht. Ich bin mir fast sicher, dass du das Ding nochmal fahren musst. Allerdings weiß ich auch nicht, ob ich dieses Mal durchkomme. Ich sag schon mal so, ich würde nicht zu langsam fahren. Ich schau mir das an. Hallo! Hör auf, da zu schummeln! Also eigentlich ist die Plattform direkt angrenzend, also muss man eigentlich extrem langsam fahren. Ja, musst du. Ich bin auch drauf. Okay. Da hast du gerade noch verkackt? Weiß ich nicht. Digga, hör auf jetzt irgendwelche Annehmungsspiele oder sonst irgendwas auszukacken. Mach ich nicht! Dann los mit dir! Ich fahr weiter! Sieh zu, dass Digga, du herkommst. Ich bin im Rollstuhl, Alter, du trittst mir auch den Rollstuhl weg. Ja, er übertreibt direkt, Alter. Marvin stürzt sich direkt auf alle Rollstuhlfahrer, Alter. Digga, er knickt sich so einen Finger um und steht das gleich mit im Rollstuhl sitzen. Digga. Richtig schlechter Mensch, ey. Moral ist gar nicht verwerflich. Digga, Hauptsache er geht immer auf Behinderte. Was ist denn los mit ihm? Digga, Hauptsache er kommt gerade mit dem Rollstuhl an. Dein Problem, Alter. Wusstest du, dass wir eine richtige Rollstuhl-Gang im Stream haben? Nee. Finde ich aber cool. Ich hab einfach so, weil wir auf dem Thema irgendwo kamen, nachgefragt und eigentlich, wir haben tatsächlich einige Leute. Nein! Ah, ja! Ich hab noch überlegt, einen Raketenwerfer zu ziehen, aber okay. Ja! Das Problem hat sich von selbst gelöst. Digga! Du hast auf jeden Fall zu viele Schamhaare heute Morgen der Müsli gehabt. Es gab wirklich Leute, also einige Leute am Start, ich glaube, es waren drei oder vier da, die im Rollstuhl sitzen. Und auch die meisten davon tatsächlich nicht irgendwie von Geburt an irgendwas, sondern durch irgendwelche Unfälle. Okay, also ein oder zwei Rollstuhlfahrer hatten wir schon bei unserer Autogrammstunde. So ist es ja nicht, ne? Also ja. Ja, ja. Stimmt. Das heißt, ein paar kennen wir ja auch schon. Stimmt, da waren schon ein paar Dudes auch am Start. Oh, fuck. Oh, zum Glück. Puh. Ich dachte gerade, hier ist doch kein Boden drin in dem Ding. Ja, Marvin, ich bin schon zwei Punkte weiter. Wo bleibst du denn? Ich krexel mich hier nach vorne, Mann! Ist das eigentlich ein Wort? Krexel? Hey, du musst ja, ne? Aber hier ein bisschen Gameplay zeigen. Digga, was zeige ich denn hier gerade? Ich sitze hier nicht vor der Webcam und mache eine Piepshow. Das wäre auch mal interessant. Untenrum schon. Hm, hallo. Könnten wir es jetzt so pornomäßig als, ich will das gar nicht sagen, weil es zu böse ist, Alter. Piepshow, Kamerashow, Webcam-Show. Dann lass es lieber. Das Ding ist, ich weiß immer nicht, ob ich solche Jokes machen darf oder ob sich dann die Gruppe angegriffen fühlt. Weil eigentlich ist es halt wirklich nur ein Joke und wir machen über alles Witze. Hau raus. Und irgendwer ist halt angegriffen, aber... Da musst du aber auch Witze über deine Dämlichkeit machen. Ja, hallo? Mache ich doch fast immer. Ich würde mir gerade schon gerne einmal vom Weihnachtsmann ins Gesicht kacken lassen. Ich habe mir sogar mal eine Zeit lang sehr häufig Humus auf meinen Anus geschmiert. Also wenn man über sich selber lachen kann, dann ist alles in Ordnung, finde ich. Deswegen, ich fand's auch richtig geil, als wir mal eine polnische Map gespielt haben. Hier von, wie heißt denn der? Wadislaw, Witness, genau. Da hatten wir so eine Level Polska. Und da haben wir ja so ein paar Witze gemacht über Polen. Und alle Kommentare von den Polen, die waren positiv. Die meinten so, ja, finde ich cool. Wir lachen auch selbst darüber. So, wenn man so darüber denkt, finde ich, das ist 1A. Ja, also unsere Polen sind geil. Ja, unsere Polen sind richtig geil, ja.
Digga. Aber den hat man wahrscheinlich auch schon den Humor geklaut. Digga, der war ja einfach Bombe, Junge! Alter, noch nie so einen geilen Witz gehört! Den Pool wahrscheinlich auch nicht. War bei Ihnen das gehört? Nein, jetzt. Nein. Ach, Digga, warum? Gib mir mal kurz bitte doch einfach Feedback. Einfach Fullspeed fahren oder? Ich mach's einfach. Was? Wo? Bitte, 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 bitte. Nein. Du bist ja gar nicht hier. Ah! Du bist bei den Loopings unten, ne? Oh, hallo, ja. Ja, halt einfach droppen, ne? Ich hatte beim zweiten nicht so viel Speed, aber... Ach so, nein, da bin ich schon draußen. Ich bin jetzt hier in der Tube. So, ja, muss ich jetzt hier wechseln? Kein Plan, welche Tube, aber es war easy. Man kennt ihn, also... Den Anstand hat man Deko auch schon lange geraubt. Den was? Aber an sich, gerade eine Extreme... Einfache Map, hallo! Das war genauso geplant. Extreme, einfache... Genauso wie ich es gemacht habe, war es auch gewollt und geplant. Perfekt. Ausführung 1A. Hallo, jetzt sag mir nicht über das Ziel, Alter, dann raste ich aus. Wie viele Punkte haben wir? Hey, wir haben noch, schon? Wir haben 14 Punkte, vielleicht 15 Punkte sogar. No, super gut. Nice. Noch nicht einmal die Hälfte geschafft. Ja! Hä? Wo hast du verkackt, Marvin? Hallo? Okay, das hier ist eigentlich eine Stelle, wo Marvin den Vorteil haben müsste durch Controllersteuerung. Durch Controllersteuerung? Hallo? Huh? Irgendwie reingeflogen, läuft. Achso, jetzt sind wir auf dem Flugplatz? Auf ja, dem Flugplatz, Hafen. Hafen. Boah. Nicht explodiert? Nice. Oh. Hallo, Mr. Deko, warum Sie warten nicht auf mich? Ich humpel hier an. Hey, ja, Sie sind eine Krüppel und zu langsam, hallo. Okay, Krüppel ist jetzt aber wiederum kein gutes Wort. Das ist zu böse, ne? Ja. Ich bin körperlich eingeschränkt. Du bist ein... Was soll ich? Du bist auf jeden Fall schon seit deiner Geburt geistig eingeschränkt, aber sowas von. Ja, und das ist nicht böse, oder was? Natürlich nicht. Du bist einfach nur geistig minder bemittelt. Das hört sich auch ziemlich abfällig an. Du müsstest eigentlich sagen, ich bin anders begabt. Digga, er kommt so! Digga, er kommt. Digga, er beleidigt hier einfach, ne? Mich? Digga, was ist... Und dann beschwert er sich! In deiner Geburtsblase verkehrt gelaufen, Alter. Dieser körperlich eingeschränkte Marvin. Digga, so ein China-D-Böller da reingeballert. Oder du warst so ein Schüttelkind. Was? Ganz genau, Alter. Kennst du die Schüttelkinder? Eigentlich was bist du? Ja, kenne ich. Habe ich schon mal gehört. Eigentlich dachte ich, du hast hier den Vorteil. Hattest du aber anscheinend nicht. Digga! Ah, komm, das war lustig. Das musst du schon zugeben. Ey! Mach jetzt keine Faxen! Alter, Digga, ich kann sogar schießen! Mach keine Faxen! Hey! Mit dem Controller, Bruder! Mit dem Controller! Alter, ich jetzt nicht trolle. Ey! Nein, mach ich nicht. Mach ich nicht, mach doch. Fahr doch einfach. Hallo? Aber was kommt da jetzt Schwieriges? Bitte unterlassen Sie diese. Hallo! Moin, bleib jetzt sogar hier stehen. Ich vertraue dir nicht. Fahr vor. Einmal drehen und wenden, okay. Aber ich sag dir sogar, dass du hier springen musst. Hä? Warum in die Richtung? Hä? Hast du dich falsch rumgedreht oder was? Ja! Und ich sag dir sogar, dass du jetzt fullspeeden musst bei der Spirale. Ich hab sie vorher noch nicht gesehen, hallo! Digga, ich seh doch überhaupt nichts mit der Kamera! Hallo, jetzt fahr doch einfach! Was ist dein Problem? Das ist doch nichts Schwieriges. Aber jetzt Fullspeeden. Dann hast du es. Oh! 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 Hey! Digga, warum hast du da jetzt so lange gebraucht? Ja, weil mein Fehler war, dass ich Fullspeeden bin und runtergefahren bin. Du bist echt eine kleine Ratte, bist du. Hallo! Ja, jetzt. Fahr doch einfach, Alter.
Ja, bei mir dauert das alles ein bisschen länger. Okay, hast du's? Digga, wie kann man bisher denn dafür so lange brauchen? Ich fahr nach vorne, ich will dich nicht trauen, beruhig dich. Ja! Ey, du wolltest respawnen. Mach doch. Okay, ist jetzt hier. Digga, ist hier Blut? Ja! Ich glaub schon, das ist glaube ich von deinem Finger. Das war doch, glaube ich, so blutig, oder? Digga, das war noch viel mehr. Richtige Katastrophe. Digga, einfach überall ja, durch. Kannst du mir ein richtiges Tor aufmachen, Alter? Bam! Also bisher muss ich sagen, 30 bis 40 Minuten Hardcore X21 Parcours. Da habe ich mich ja noch gar nicht so dämlich also, angestellt. Der Name, sagen wir mal so, der Name ist ein bisschen übertrieben. Aber selbst die Leute haben ja bei Social Club geschrieben, dass die übertrieben lange dafür gebraucht haben. Also ich fühle mich jetzt schon etwas skillig mit meinem Controller. 50 Minuten, wenn wir das meinten, ja. hast du erzählt. Also, weiß ja nicht, was noch kommt. Ne? Vielleicht ist ja noch irgendwie... Vielleicht kommt gleich hier richtig Pepper, ne? Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, ne? Hab ich mal gehört. Hey. Digga! Fahr doch einfach! Digga, du brauchst auf jeden Fall ein paar Antidepressiva, Alter. Ja! Wahrscheinlich ist das zu viel Speed. Kann ich irgendwie den Trick machen? Den Franklin-Trick? Irgendwie nach unten, meinten die, ne? Oh! Oh! Oh no! Ja! Der Janis! Alter, vor meinem Fenster fährt irgendwie ein... Ja? Kennst du diese LKWs, die so Kettensägen an der Seite haben und Menschen umrasieren? Ja, doch, ja, da musst du dann aufpassen, dass man nicht wegrasiert wird. Münster vorbei. Da sind hast auch schon ganz viele Leute, wurden einem die Füße wegrasiert. Hä? Ja, da muss man doch immer aufpassen, dass einem nicht die Füße wegrasiert werden. Da gibt's schon ein paar Leute, die ihre Füße dadurch verloren haben. Franklin oder? Trick! So, jetzt höre ich wieder was? Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Habe ich jetzt richtig verstanden, dass die Kreissägen haben unten und die. Hey, Digga, was Menschen hörst du? Kannst du nicht zuhören oder was? Hast du das Ohr umgeknickt? Kettensägen habe ich gesagt, nicht Kreissägen. Digga, ist doch das Gleiche! Digga, hast du schon mal eine Kettensäge und eine Kreissäge gesehen? Ja, beides sägt. Ja. Ist ungefähr wie ein Fahrrad und ein Auto. Ja, beides fährt. Ja, ist doch so ähnlich, oder nicht? Ja, es ist eine Säge. Ja, siehst du? Aber es ist schon ein dezenter Digga, Unterschied, dass es eine Kettensäge ist und eine Kreissäge ist. Digga, hast du wieder deine blutigen Sandhaare in deinem Ohr? Ja, hast du deine blutigen Sandvaginas in deinem Gesicht? Okay, er kommt wieder so. Ja. Richtiger Laberkopf, ey. Einmal bitte hier fahren, bitteschön. Hier links, rechts, geradeaus. Hallo? Ich mach mir da einfach ein Loch rein, Digga. Komm ich rüber? Ah, oh, ein bisschen weiter links. Ah, easy. Hallo? Bist du Fullspeed gefahren, hallo? Ich bin nicht Fullspeed gefahren. Ich bin Fullspeed gefahren, hallo? Nein, unterlassen Sie diesen, hallo? Hey! Hast du den Punkt? Du hast Lol. Mich eiskalt. Dein Wrack hat mich überfahren, genau vor Punkt. Digga, ich stand ehrlich, verdient. Eine Armlänge Abstand stand ich vom Punkt weg und dein Wrack überrollt mich einfach. Digga, richtig verdient, ey. Oh, das war schon lustig. Das fand ich gut. So, und jetzt, hallo, wohin? Hallo, ich weiß nicht. Jetzt hier drauf. Hallo? Aber ich muss sagen, ich komme echt gut mit Controller gerade klar. Wobei das ja auch noch nicht so hardcore Warride-Technik verlangt. Ja, er kommt wieder so, ey. Das ist ja, super, also mal ohne, hier ist wirklich keine Schwierigkeit bis jetzt. Okay. Hier ist sogar das Ziel jetzt, Nico. Die Map ist nicht kacke. Ich würde sie auf jeden Fall GTA, Anfängern empfehlen, weil ganz cool ist sie schon. Aber hier jetzt Extreme Hardcore Level Asian, 50 Minuten gebraucht, das halte ich für ein bisschen zu überreacted. Muss ich sagen. Überreacted! Wo haben sie noch überall Annäherungsmittel angebracht, dass ich nicht ins Ziel komme? Ein bisschen vielleicht, aber nur ein bisschen. Sind sie da? Hallo? Ja! Warum?
Rusty Raiden, hallo! Wo bist du denn? Hallo! Hey, was hast du getan? In die Luft gesprengt, hallo! Achso, da warst du. Ich will jetzt wissen, wie dieser Franklin-Trick geht. Ich mach das jetzt. Nein! Aber ich hab's fast hinbekommen. Weißt du, aber man muss wirklich sagen. Ja, unteres Steuerkreuz wurde mir gesagt. Nein, erstmal drehen. Oh. Digga, meine Rakete hat dich ungefähr um Arschhaaresbreite verfehlt. Aber du hast den Trick geschafft am Controller. Not bad. Nicht schlecht. Not nicht bad. Schlecht. Dankeschön für die Kommentare. Ja, tut mir leid, dass es jetzt keine Hardcore XA21 Level Asian war, aber ich würde sagen, wir brettern jetzt demnächst auf jeden Fall nochmal eine etwas schwierigere War Ride Map rein. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, Daumen nach oben ballern. Beschreibung abchecken, nicht vergessen, bis dann reingehauen.